Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stellaris Axiom Relics. Ihr wollt mehr sehen und mit Zufluss Blessing verpassen, dann abonniert meinen Kanal. So, die geile Welt ist bald fertig. Der nächste Angriff steht auch bald bevor. 1, 2, 3. Hahn, Halbhahn. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Dann bauen wir da noch ein bisschen. Hier unten dritte Ansprüche. Wow, was dazugekommen. Sehr schön. Nehmen wir mit. Dumm. Ah, 2x60 vermutlich. Und dann stürmen wir da wieder mal wieder los. Yes. Der Generator-Welt. Hier haben wir 20. Ja, mir fehlen die Gasts. Die Gasdinger. Ist ein bisschen doof. Distrikt bauen. Wohnungen ran. Dann passt es auch soweit. Lasse ich noch offen, weil ich den Gasextraktor noch dazu nehmen möchte. Ah, wo sind sie denn? Hier. Ich kann die Orbit fliegen. Ja, schön. Du, Anführer Lebenszeit. Ja, nehmen wir die hier. Dumm. Ja, ich weiß, ich will aber noch warten. Will die jetzt nicht gleich raushauen. Ist auch bald geschafft, in ein paar Monaten. Das Limit steigt dann. Die Megaschilde. Das ist eine coole Sache dann. Den Blocker kann ich da noch raushauen. Oh, oh. Oh, Nachricht von Blblblb. Ach, Antulek. Wir haben erfahren, dass in deinem Reich ein Individuum lebt. Diesen brillanter Verstand, die geistigen Fähigkeiten eurer und tragische Weise primitiven Spezies bei weitem übertrifft. Die Talente von Tyltalk sind für Hahn-Regime bedauerlicherweise völlig verschwendet. Während wir Jaxglocks in unseren Archiven immer fähige Wissenschaftler gebrauchen können. Aus diesem Grund bieten wir euch eine einzigartige Gelegenheit, in unserer Gunst zu steigen, indem ihr uns gestattet, sie in unseren Orbit, in unsere Obhut zu nehmen. Eins unserer Schiffe ist bereits unterwegs, um sie abzuheben. Also müsst ihr eigentlich nur noch Ja sagen, dann ist alles geregelt. Ihr wollt uns sicherlich nicht enttäuschen, oder? Nun gut, ihr könnt sie haben. Wird zufrieden sein. Wird unzufrieden sein. Wer ist es? Lüthalk. Wer ist Lüthalk? Anführer? Lüthalk. Doch mit Y. Lüthalk. L-Y. Nicht. Vergisst es. Nein. Meins. Sei böse. Kannst dir voll knicken hier. Gut. Ein Traum. Fertig in dem Fall. Gut. Kann ich alle runterschicken.
So, und dann kommen wir hier runter. So, hier kann man gleich durchstarten. Das ist cool. In einem Monat. Da-dum. Geiler Scheiß. Gleich mal hier das ganze Zeug weghauen. Ein Traum. Ein Traum. So. Wir haben hier jede Menge Blocker zum Entfernen. Generator. Kristallstaubzeug. Ach, der Zentrum. Bam, 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 bam. Erstmal durchrattern hier. Und Ruhe bewahren. Cooler Scheiß, hey. Richtig cooler Scheiß. Okay. Technologie. Ja, du machst hier gleich alles platt. Der hat eh nur Truppentransporter. Dich nehme ich hier mit runter. Du bleibst oben. Das passt soweit. Das letzte hier. Scientific breakthrough achieved. Habe ich noch keine Ahnung. Okay, das Befehlslimit haben wir durch. Nochmal. Puh, wieso nicht? Flottenmanager. Zerstörer. Eins, zwei, drei, vier. Und bauen. Gut. Es wird auch noch gebaut. Ihr seid startklar. Können wir noch was verbessern? Kommt dazu. Construction complete. Noch 45. Yes. 19 Monate 6, dann kommen die 6 Monate jetzt drauf. Im mysteriösen Mond. Construction complete. Komisch. Muss die nur mit dem reißen? Auch seltsam. Ein bisschen Cash in the Dash. Sehr, sehr cool. Ich brauche Konsumergüter. Dann nehmen wir die. Jawohl, da sind sie alle unterwegs. Da wird er hoffentlich... Special Project complete. So. Gibt's noch irgendwas dazu? Ein Text? Ja.
Ja, verlorener Mond. Die Geheimnisse von Molsier 3a wurden endlich aufgedeckt. Eine detaillierte Untersuchung ergab, dass der Mond leicht schief steht und die andere Seite des Mondes einen überproportional großen Anteil der Gesamtmasse hat. Der Grund dafür, glauben wir, ist, dass Molsier 3a einst ein anderer Planet umkreiste, der bei einer kataklysmischen Explosion zerstört wurde. Die zusätzliche Dicke auf der anderen Seite von Molsier 3a ist dadurch entstanden, dass es die Seite war, die dem ursprünglichen Planeten zugesandt war. Das zusätzliche Material ist Teil der Masse dieses Planeten, das auf Molsier 3a geschossen wurde, dieses aus dem Orbit katapultierte und schließlich in den Orbit von Molsier Prime brachte. Wir spekulierten, dass der Planet durch eine Waffe zerstört wurde oder einen anderen Versuch, eine Energiequelle zu erschaffen, die auf dunkle Materie besteht, da es hohe Konzentrationen davon im Planetenmaterial gibt, das es auf einer Seite des Mondes entdeckte. Erstaunlich. Cool. Jetzt muss ich es bloß noch schnell finden. Ich nur müsste, wo es war. So, auch wenn ich ein bisschen... Da ist es ja sehr schön. Dann haben wir nochmal, knallen wir da nochmal 19 Monate drauf. Supi. Supi, supi, supi. Gut. Wo sind meine Schiffchen? Da. Will? Wieso null? Ist das so viel oder was? Oder They brauchen are die noch? assaulting our space Piraten force. gesichtet! Wo denn? Ach, da oben. Meine Güte. Ist ein bisschen da. Ach, Einser. Meine. So, marschiert mal hoch, gibt Stoff drauf, dann passt es. So, 60 haben wir auch gleich, das ist natürlich nice. Kommt hier der letzte Construction Anspruch complete. dazu? Das ist natürlich ganz, ganz toll. Bam! So, komplettes Reich. So, kleine Station, du musst noch ein bisschen aushalten. Hilfe ist schon unterwegs. Ah, minus 110! Euda. Und jetzt eine Base hier erbaut, ja klar. Construction complete. The Cravens have destroyed one of our mining stations. Ja, supi. Habt eh keine Chance. Ich jetzt gleich reinspringen. Oh nee, wo jumpen die hin? Ach, die gehen hier in Stellung. Okay. Konstruktionsschiff. Von hier hinten. Komm mal hier ran. Forschungsschiff. Beginning attack run on enemy station. Ah ne, hier haben wir's. Hervorragend! Bisschen Cash in die Dash. Bergbau passt, du kannst hier drin bleiben. Forschungsschiff, komm hier ran. Du kannst dich aufwerten. Und dann starten wir bald durch. Massiver Spalt. Mache ich den vielleicht zum Forschungsplaneten mit dem Boost? Oh, das wäre echt cool. Das wäre richtig, richtig cool.
Ja, das weiß ich. Technologie, auch immer cool. So, was ist mit euch? Gut, das ist am Wirken. Ah, die Platten. Gut. Ja, es macht nichts. Ich bin eh gleich auf dem Weg. Keine Chance. So. Top. Top, 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 top. Du bist am Bauen. Danach kann ich hier unten weiter bauen. Danach gehst du hier rein zum Bauen. Gut, das passt alles. Dunkle Materie haben wir hier am Start. Weiß gar nicht mehr, war das für die Megastrukturen? Ich weiß es nicht mehr. Oder war es der Antrieb? Nicht mehr sicher. Egal. Sehr schön, das passt. Starten wir hier gleich runter. Und dann marschieren wir los. Zup. Und dann hier und dann gehen wir hier unten noch ab. Gut. Das ist alles cool soweit. 100% Welt, auch nice. Gleich hier rüber. Können wir da gleich durchstarten. Hat er die etwa ausgebaut? Nice. Ah, die regenerativen. So, Special Project, gleich fertig. Gut. Mal schauen, was das zu sagen hat. Special Project. Die zwei Projekte abgeschlossen. Unsere Sprachexperten arbeiten schon wochenlang an der Übersetzung der Dokumente, die wir auf dem alten Schlachtfeld gefunden haben. Heute haben wir endlich einige Resultate erhalten. Wir wissen nun, dass die gefallenen Krieger den Lehren einer Philosophin namens Telisa, die Geschichtenerzählerin, gefolgt sind. Die Dokumente sind Aufschlüsselungen der Taktik, Strategie und am wichtigsten der Logistik der intelligentesten Kriegsführung. Telisa sprach sich stets energisch gegen den Krieg aus, war aber trotzdem der Ansicht, dies sei wichtiges Wissen zum Meistern der Zukunft. Selbst das friedfertigste Volk könnte bei seinem Streben nach einer besseren Welt in die Enge getrieben werden. Schön, was gibt's? Zugriff auf Reichsalas Lehre der Meisterin. Kriegsführende Staaten. Erlass, 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 Erlass. Hier. Flottenkapazität plus 15%, Unterhaltarmee minus 15. Boah, cool. Cool, cool, cool. So, 4 Monate, da ist die Rumpfstärke fertig. Ihr seid am Start. Und dann, was heißt's? Bam. Eroberung. At last, to war! Krieg! Krieg heißt es jetzt. Geil. So. Oh nein, 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 nein. Hier drauf auf die Base. Ja, Raketen. Okay. Und weiter. Schön, 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 schön. Oh. Generator.
Generatorwelt. Haben wir den Distrikt noch drauf? Incoming Transmission. Nein, brauche ich nicht. Debris analyzed. Sehr schön. Hau mal weg. Sehr cool. Rumpfstärke Schlachtschiffe 1. Aber ich brauche die Gausskanone. Ja, Power an den Mann bringen. Okay, okay, okay. In dem Fall. Oh, die Zeit wieder. Na gut. Aber wir sind ja auf einem guten Weg. Das ist ja nicht mehr viel. Hier unten, da stressen uns die Planeten. Jo, aber ansonsten alles cool. Oben die geile Welt ist dazugekommen. Und dann sage ich an dieser Stelle danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Servus!